Willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Eine kurze Runde mit der neuen Challenge. Ich möchte sie nämlich dringend mal anspielen. Slow Roll. Ich weiß nicht. Och Gott, das sieht ja schon mal richtig cool aus. Ich habe es gerade noch ein bisschen laut auf den Ohren. Ihr wahrscheinlich auch. Ich muss mal gucken, dass ich dann dran denke, es euch auch leiser zu machen. Ich werde hier dran auch mal wieder keine Nachbearbeitung machen. Oh, das muss ich euch erzählen, was heute bei mir los war. Ja, ich habe sogar vergessen, damit ihr wisst, an welchem Tag das ist. Ich habe heute vergessen, wie heißt Pokémon Trading Card Game aufzunehmen, beziehungsweise für heute aufzunehmen. Es ist mir einfach entfallen. Das habe ich nicht gemacht, weil ich irgendwie keine Lust drauf hatte, sondern wirklich, ich habe echt nicht dran gedacht. Das fand ich irgendwie total doof. Aber naja, was soll's. Kann man nichts machen. Jetzt ist es passiert und jetzt muss ich halt warten, bis ich irgendwann mal wieder Freitag habe. Ja, Freitag kommt wieder ein Part oder kam ein Part. Ist ja jetzt schon wahrscheinlich ewig her, weil ich Isaac zu Unmengen aufgenommen habe. Ja, doch un. Zusätzliches Problem noch, ich habe bei Isaac vergessen, die Videos freizuschalten. Also das kam auch nicht. Und Tickle Charge. Ich weiß nicht, was das bringt, aber ich nehme es immer gerne mit. Was auch immer es bringt. Ich meine, falls wir noch ein Spacebar-Item kriegen, werden wir es ja herausfinden. Oh, Envy. Ging ja sehr, sehr leicht. War kein starker Gegner. Ich denke mal, wir werden jetzt aber auch Isaac bekämpfen müssen. Ich nehme es einfach mal an. Weil in der Challenge nur bis Marm spielen. Das ist nur bis Marm. Aber wir können nicht nur bis Marm kämpfen. Ich meine, wenn ihr mal guckt, wie heftig wir sind. Wenn wir nur bis Marm kämpfen, dann ist das Spiel ganz schnell vorbei. So, aus Feuer aus. Oh, ja, Feuer, gefährliche Gegner. Weil wir mit unseren Tränen leider nicht in der Lage sind, schnell zu schießen. Ja, die Geschwindigkeit ist der einzige Nachteil an diesen Tränen. Sie ist leider sehr, sehr niedrig. Aber ich meine, das macht ja nichts. Wir können auch langsam hier viel erreichen. Und warum ich da eben so die Stimme verzogen habe, es war furchtbar. Warum ist denn hier oben so ein heiliger Schein? Versteht ihr das, warum das so strahlt? Muss ich vielleicht da springen, wo der Strahl am hellsten ist? Also hier so ungefähr. Leute, tut mir leid, wenn ich jetzt Schaden nehme. Aber ich bin sehr auf diesen heiligen Schein konzentriert. So hier drunter vielleicht irgendwas versteckt. Weil hier drüben ist er nicht. Das bedeutet, er müsste halt hier drunter sein. Also wenn da irgendwas ist an der Stelle. Als Hinweis. Wer es nicht gesehen hat, der spult zurück und guckt sich nochmal den oberen Rand des Bildschirms an. Och Gott. Ja, wenn ich hier ein bisschen quer schieße, ist das total doof. Vor allen Dingen, da unsere Tränen nicht noch andere Tränen blocken. Ja, Hilfe haben wir genug. Girlings oder Girklings, wie sie eigentlich heißen. Und auch ein Schlag tot. Jesus Juice, yes. Will ich Guppy werden? Oder will ich nicht Guppy werden? Ich meine, das Spacebar. Ne, ich nehme das Book of Belial mit. Das erhöht nämlich unseren Damage enorm, wenn wir es einsetzen. Ich glaube, damit ist Mom dann One-Hit. Ein richtiges One-Hit-Wonder. Schlechtes Wortspiel. Juhu. Oh, Geld. Wenn Leute Geld fallen lassen, da bin ich immer gleich dabei. Und wir haben keine Bomben. Das ist schlecht. Ich wollte an den Spirit Heart ran. Aber ich finde es echt gut, dass wir hier einfach nur durchrennen können. Der Schaden ist ja echt. Ich sag's so oft echt. Der Schaden ist aber auch. Ne? Oh, hier gibt's noch mehr Geld. Soll ich vielleicht doch mal in den Shop reingehen? Ja, Bombe gibt's keine. Aber dafür die Broken. Naja, die Broken Watch brauche ich eigentlich nicht. Es macht eigentlich keinen Sinn, dass ich die da jetzt hole. Also, warum sollte ich es tun? Aber das Geld hätte ich schon gerne. Ja, mal gucken. Vielleicht kriegen wir hier noch die eine oder andere Bombe zusammen. Und warum gehe ich eigentlich nicht in den Mob Trap? Mal ganz im Ernst, so stark wie wir sind, können wir uns hier in jedem Mob Trap mehr als genug vergnügen. Ihr seht's ja. Ich renne hier durch und kann mit meinen Tränen einfach alles totschießen. Die Viecher. Ideal. Bumm. Wenn die andere Zacke noch von hinten kommt, erledigt sie einfach.
Yes. So, zack. Och Gott. Ihr Mistspinnen. Sterbt. Perfekt. Mal gucken. Oh, nichts Besonderes. Ich hätte mir mehr Bomben. Obwohl, ich habe jetzt zwei Bomben. Davon lässt sich einiges holen. Nämlich hier oben einmal den Dime. Das sind 10 Cent. Ja, es ist nicht viel in unserer Welt, aber bei Isaac in seinem kleinen Keller ist das schon eine ganze Menge. Und ich kann Isaac da irgendwie nachvollziehen. Also nicht, ich kann Isaac nachvollziehen. Ich kann Isaac da schon verstehen, dass es viel Geld ist, weil wie viel Geld liegt in meinem Keller rum? Vielleicht ein bisschen was, vielleicht auch schon aus, ja, der Steinzeit noch irgendwie die ersten Währungen. Nein, die ersten Währungen kamen natürlich erst nach der Steinzeit. Glaube ich. Ich kenne mich da nicht aus. Egal. Aber auf jeden Fall, ja, ja. Wenn, dann liegt da nur uraltes Zeug und keine derzeitige Währung in keinem Land der Welt. Außer vielleicht noch ein halbes Schaf oder so. Das könnte auch als Währung zählen. Zumindest in manchen Ländern. I found Pills, ja, danke. So, oh Gott. Hier muss ich ein bisschen aufpassen, weil die Viecher halt mit ihrem Blutschwall da gefährlich sind. Oh, Job. Book of Belial, yay. Riesenzacken of Death. Oh, Shotspeed ist immer gut. Und das Brimstone Baby, ja, das wird mich aber meine ganzen Herzen kosten. Und daher will ich das nicht machen. Nö, will ich nicht. Tut mir leid, Teufel. Ich bin ja immer gern bei dir, aber heute nicht. Ja, da kann ich ja leider nicht rein. Macht aber gar nichts. Und, dass der Shotspeed jetzt schneller ist, das hat sich ja nicht so wirklich bewahrheitet. Och Gott, hier müsste ich jetzt fliegen können, ne? Und ich habe Skype nicht gemutet. Zu dumm, dass ich nicht fliegen kann. Nur diese Viecher hier können fliegen. Nämlich fliegen. So, eine Karte will ich nicht. Skelettis. Mann, ey. Das ist echt heftig hier. Also, dass ich zu doof bin, zu gucken, wo ich hinlaufe, weil ich mich so auf den Stachel konzentriere, auch wenn ich ihn nicht lenken muss. So. So. Das ist toll hier. Ich finde das klasse. So viel Schaden machen, das würde ich auch gerne meinem normalen Run. Los, komm schon. Ja, alle getroffen. Wo ist hier genau der Shop? Den wollte ich. Blöd, dass ich das Vieh jetzt nicht getötet habe, nicht auf einen Schlag. Aber mal gucken, vielleicht sind hier Greed drin. Hier sind Greed. Mehrzahl, weil toll. Und was ist da drin? Vielleicht ja was super Tolles. Yay, noch mehr Geld. Ah. Ganz ehrlich, eine Bombe. Wenn da eine Bombe drin gewesen wäre, ich hätte mich mehr gefreut. Auch wenn eine Bombe nichts Besonderes ist in dem Sinne, aber das Geld bringt mir jetzt auch nicht so viel. Flat Penny, wenn ich Geld einsammle, ja, das hätte ich vorher einsammeln müssen, kriege ich Schlüssel, aber naja. Was will ich mit noch mehr Schlüsseln? Ich meine, wenn ich eh nur Mom töten muss, dann soll es das gewesen sein. So, mein Freundchen Gertie. Bam. Stirb, Gertie, stirb. So. Und ich habe sogar noch Schaden genommen, das ist ja das Peinlichste daran. Bandagen, wieder ein HP ab. Das Baby ist an sich sogar recht gut. Ich überlege, ob ich es mitnehme. Ich meine, das Herz, nee. Nehme ich nicht mit, will ich nicht. Nö. Wir gehen weiter. Wir sind hier jetzt schon fast da. Also, kann sein, dass der Part jetzt extrem kurz wird. Wenn wir wirklich nur Mom töten müssen. Dann bitte ich das auch zu entschuldigen. Ja, komm. Machen wir... Ich meine, die ganzen Viecher, die hier drin kommen können, selbst wenn es ein Boss-Trap wäre. Das hat uns nicht zu interessieren. Sag, ihr seht ja, wenn die Dinger allein schon umdrehen, töten sie alles. Sehe ich das richtig? Ich kann die Viecher sogar frontal erschießen. Also diese Knights, die man normal nur von vorne töten kann. Nur von hinten. Okay, doch nicht. Ich dachte eben, ja, manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Wir sind so stark, dass wir sie
frontal treffen können. Wow, das ist gefährlich hier. So. Ja, komm, ich geh rein. Cursed Room. Vielleicht springt hier was Tolles bei raus und es sieht sogar danach aus, als wäre es toll. Auch wenn ich jetzt den Schaden kassiert habe. Ja, das sieht echt gut aus. So, jetzt muss ich hier ein bisschen aufpassen. Das Herz nehme ich noch mit. Nächsten Raum, der ist gefährlich. Ja, der ist. Oh, der ist furchtbar gefährlich. Da spürt man richtig, wenn man hier in der Tastatur sitzt, den Gegendruck. So, alles tot. Bombe habe ich gerade keine, egal. Faith ab, nehme ich gerne mit. Finde ich besser, wenn ich mehr Glauben habe. So ein Rosenkettchen ist schon ganz gut. Vielleicht hilft mir ja der liebe Gott. Na komm. Wow. Okay. Alles okay, alles gut, alles super. Ich gehe noch hier rein. Einfach weil ich es kann. Bisschen vorsichtig sein mit den Fliegen, wie immer, damit man halt nicht vom Blut getroffen wird. Aber die Schussrate, die könnte echt noch ein bisschen höher sein. Also wenn ich jetzt Krebs kriegen würde, das wäre schön. Dass ich sowas mal sage, hätte ich nie gedacht. Hier ist wahrscheinlich der Geheimraum. Richtig. Mit Bomben. Auf sowas habe ich gehofft. So, jetzt muss hier doch irgendwo. Irgendwo habe ich doch was übersehen, oder? Irgendwo war nicht. Ja, hier war noch die Kiste. Challenge up? Nee, und dann. Bla. Vielleicht soll ich meinen ganzen Part so moderieren. Wow. Ja. Zum Glück sind wir ja stark genug, um uns hier allem zu widersetzen. Sogar Super Greed. Oder Ultra Greed oder wie auch immer man den Kerl schimpft. Mistvieh. Ja, ich hab dich Mistvieh genannt, Greed. Stirb einfach. Und bleib dort. Das ergibt keinen Sinn, aber das ist mir egal. Bomsaki ist okay. Ist wirklich okay. Weil das Vieh auch egal ist und damit haben wir wieder eine Bombe mehr und Bomben! Ich bombe gerne. Warum habe ich das überhaupt gelegt? Die eine Bombe hat es doch schon gemacht, aber egal. So, die töten. Ich habe eigentlich auf was Besseres gehofft. So, mal gucken. Ach ja. Sollte auch nicht. Okay, der hält schon deutlich mehr aus, aber das Vieh habe ich. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat das Vieh auch Leben ohne Ende. Also ich finde das ekelhaft. Ich bin froh, dass das ein wirklich seltener Boss ist. Und dass wir so stark sind. Das finde ich auch klasse. Ja. Kein Problem, so ein Boss. Bloodclot. Mehr Damage auf einem Auge. Und für ein Herz ein random Item. Nehme ich an. Contract from below. Okay. Ich weiß nicht genau, was es bringt, aber es sieht gut aus. Es sieht echt gut aus. So, Mom, wo bist du? Ich bin bereit für dich. Und für alles, was deine Freunde mir hier entgegenzusetzen haben. So. Das ist schön, wenn man hier einfach nur so durchrennen muss und mit einer Träne die halbe Welt zerstört. Stell dir mal vor, das wäre wirklich so. Ihr würdet heulen und dabei würde die ganze Welt draufgehen. Boom. Wäre doch schön. Ich fänd's schön. Mal gucken. Alles tot. So, was ist das? Oh, Telepille. Sehr schön. Ich glaube, das hat gebracht, dass so Zeug hier immer doppelt kommt, aber das ist ja egal, weil wir jetzt eh Mom töten. Guckt euch den Damage an. Leute. Das ist echt kein Spaß mehr. Also klar, für mich ist es Spaß, aber ich glaube, für Mom ist das nicht ganz so lustig. Ja, das war's dann schon mit der Challenge innerhalb von 14 Minuten. Los, komm. Ich gehe als Imperator hier raus. Gut, Leute, dann lasst mir doch einen netten Kommentar da mit dem Swallowed Penny. Dem geschluckten Penny? Okay. Ja, dann haben wir ja nur noch drei Challenges. Leute, lasst mir einen Daumen nach oben da, ein nettes Kommentar, macht ein bisschen Werbung für mich. Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt The Binding of Isaac Rebirth. Bis dann, euer Wolf.